Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tela und heute bin ich wieder für euch in The War Within unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg aus dem Bereich Erkundung. Und hier sind wir unter The War Within drin. Und zwar haben wir hier das Achievement Glyphenjäger aus den schallenden Tiefen. Dafür müssen wir Folgendes machen. Entdeckt die folgenden Glyphen des Himmelsreiters in den schallenden Tiefen. Und das sind insgesamt 9 Stück. Und falls ihr alle 4 Zonen absolviert habt, gibt es auch noch ein Meta-Achievement, wo es dann einen Mount gibt. Aber das gucken wir dann uns in dem extra Mount Guide an. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Glyphen. Und dann gucken wir mal rein. Dann sind wir hier im zweiten Gebiet. Einmal bei der ersten Glyphe. Und zwar relativ weit oben. Hier auf den Koordinaten 46, 10 befindet sich die. Und da sind wir jetzt ganz oben über der Instanz. Und ich kann jetzt mal ein bisschen rausfliegen. Also ihr seht, hier unten ist der Instanzeingang und ganz oben ist einmal die Glyphe. Und da haben wir dann schon mal Numero Uno. Die zweite Glyphe befindet sich dann in unserer Basis. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 48, 31. Und über der Stadt haben wir quasi jetzt einmal die Glyphe bei den Rohren. Und seht ihr, hier haben wir die City. Und einmal nach oben fliegen, zwischen den Rohren haben wir dann einmal die Glyphe. Ich zeig's nochmal kurz auf der Map, also quasi hier zwischen den Rohren. Die nächste Glyphe ist nicht sonderlich weit davon, und zwar sind wir jetzt hier nur einen Katzensprung rüber geflogen. Auf den Koordinaten 57, 30 ist die nächste, und dort müssen wir wieder ein bisschen hochfliegen. Also ihr seht, hier haben wir die kleine Straße, und da oben ist dann einmal die nächste Glyphe. Und damit haben wir jetzt 3 von 9. Dann sind wir noch ein Stückchen weiter geflogen. Und zwar haben wir die nächste Glyphe bei den Koordinaten 69, 34. Und diesmal befindet sich die oberhalb von einem Wasserfall. Und da fliegen wir jetzt mal hoch. Also ihr seht, hier haben wir den Flusslauf. Und hier oben an dem Wasserfall haben wir einmal die Glyphe dran. Und da geht es auch anscheinend in eine kleine Höhle rein, die man nur durch diesen kleinen Schlitz erreichen kann. Und hier ist anscheinend auch ein Rare, ne? Also ist vielleicht für den einen oder anderen noch interessant. Die nächste Glyphe befindet sich dann auf den Koordinaten 56, 55. Und diesmal sind wir wieder auf einer kleinen Erhöhung. Und zwar seht ihr, hier unten haben wir diese Gleise auf der Brücke. Und hier oben quasi auf diesem Bergkamm haben wir dann einmal die Glyphe. Also ich zeige es nochmal auf der Map. Hier quasi aus dem Kamm relativ in der Mitte haben wir einmal die Glyphe drin. Der nächste Spot befindet sich dann hier in so einer kleinen Einbuchtung. Und zwar sind wir hier auf den Koordinaten 62, 66. Und diesmal relativ weit oben auf dieser, auf diesem Gebäude oder auf diesen Stützpfeilern, würde ich mal sagen. Also ihr seht, hier kommt man quasi in diese Einbuchtung rein und hier oben auf dem Stützpfeiler ist dann einmal die nächste Glyphe drauf und dann brauchen wir jetzt nur noch 3. Die nächste Glyphe befindet sich dann auf den Koordinaten 46, 51 und zwar hier über dem Delf und dafür müssen wir da relativ weit hochfliegen. Also ihr seht, hier sind diese Wasserfälle und oben an den Wasserfällen dran, naja, wohl nicht ganz oben, aber schon ziemlich weit oben befindet sich die nächste Glyphe. Dann brauchen wir jetzt nur noch 2 Stück. Die nächste Glyphe befindet sich auf den Koordinaten 49, 65 und die schwebt diesmal einfach hier so ein bisschen in der Luft vor dem Übergang, der ins letzte Gebiet geht. Also da können wir die hier einfach quasi aus der Luft fischen. So, dann sind wir am letzten Spot. Und zwar sind wir hier ganz unten in der Höhle auf den Koordinaten 64, 95 und dort schon recht weit erhöht, haben wir hier einmal die letzte Glyphe. Die holen wir uns jetzt noch. Und dann gibt es einmal hier auch das Achievement für das zweite Gebiet, die schallenden Tiefen. Damit sind wir dann auch durch mit dem kleinen Achievement Guide. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.